Yo guys, ich bin's, ihr Boa von den Fanatics und heute. Fanatics? Du bist einer von den Fanatics? Nah, bruh. Wir sind von den Fanatics. Und zwar haben wir ein besonderes Video am Start. Wollen wir eine besondere Person heute dabei haben? Wer die Person ist, erzählen wir uns gleich. Und zwar erklärt Gaius erstmal, worum es in diesem Video gehen wird. Okay, dieses Video ist eine Celebrity Challenge, ja? Von Marcel und mir. Ich habe heute ausgesucht den einzig wahren Jaden Smith. Und bei mir ist es Skepta, UK Boy, Grime Boy. Genau das, was ich fühle und mit dem ich mich gut identifizieren kann. Okay. Auf jeden Fall, ihr habt gemerkt, wir sind heute mehr als normalerweise. Der wundervolle Yeboah. Hey, 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 hey. Jeez. Okay, yeah. Erzähl mal ein bisschen von dir. Ja, ich bin Yeboah Influencer, falls man mich so nennen kann. YouTuber und nebenbei Student. So, ich bin ganz normaler Dude hier, der heute judgen wird, ne? Yes. Ich hoffe mal, eure Outfits sind dope. Hoffe ich mal. Oh. Aber was identifizierst du so mit Mode? Was kannst du so über Mode so erzählen? Über Fashion? Was ich mit Mode verbinde, ist einfach, dass man das, also für mich ist es einfach so, dass man sich in den Klamotten, also die man trägt, sich wohlfühlen muss. Man muss sich irgendwo damit identifizieren können. Du musst irgendwas sehen und dann musst du sagen können, hey, das bin ich, so weißt du. Yes. Und nur wenn du sowas trägst, bist du für mich modebewusst. Aber wenn du sowas trägst, was einfach so eine Schaufensterpuppe anhat, ja, in jedem Tada oder keine Ahnung, H&M, Bershka, dann ist es für mich nicht wirklich Mode. Ja. Mode ist für mich, wenn man selber seinen eigenen Touch da reinbringt. Schöne Worte. Ja. Ich war voll, es war voll spontan. So, okay, was ist Mode für mich? So, niemand diese Frage stellt. Aber genau die Antworten sind dann immer die besten. Diese spontanen Antworten. Ja, nicht vorbereitet, einfach spontan vom Herzen ausgesprochen. Genau. Und seit wann machst du schon YouTube? Nächsten Monat sind es 2 Jahre. Wow. Seit 2 Jahren. Cool. Genau. Er weiß, was er macht. Sehr cool. Sehr. Danke. Okay, dann fangen wir, glaube ich, auch schon direkt mit der ersten Vorstellung an, des ersten Outfits. Womit fangen wir an? Xing Shang Shang. Okay, können wir machen. Shang Shang Shang. Okay. Okay. Ich will's. Perfect. Darf ich? Yes. Yes. Ja, das ist echt Jaden. Danke dir. Jaden. Bisschen den Skater-Look. Ich wollte gerade sagen, nein, lass mir vorweg. Ich wollte gerade sagen, Skater-Look. Genau. Nice. Okay. Erklär mal, was hast du gedacht? Okay, also, ja, du bist ein Jaden Smith. Eigentlich immer nur Custom-Wear. Macht seine Hosen selber, fliegt seine Jacken selber. Habe ich leider nicht drauf, die Skills, deswegen dachte ich mir, was würde Jaden tragen, wenn er seine Sachen nicht custom machen würde. Da ein Skater ist, wie gesagt, dachte ich mir, trage ich meine Lieblings-Sneaker. Also ich trage eigentlich sehr selten Sneaker, aber wenn, dann eigentlich Vans. Er trägt sehr viel Denim, aber ich dachte mir so, mach ich mal was anderes drauf, weil er trägt ja auch gerne die Tactical Vests und die Fischer Westen und so, auch in den Farben. Deswegen dachte ich mir, nimm mal eine Denim-Jacke in der Farbe, wie so eine Tactical Vest. Und Jaden immer ein T-Shirt mit Farben, mit Motiven drauf. Und dachte ich mir, ich nehme auch ein Shirt mit diesen Farben und packe aber auch meinen eigenen Touch rein, weil ich Fotografie und Videografie mag. Dachte ich mir, ein Codec, das ist halt ganz nice. Dazu noch eine weitere Hose. Eine weitere Hose, Weil Jaden halt auch gerne so weite Hosen trägt, aber halt immer noch eine Hose, in der man auch skaten könnte, in der man auch free ist und die Chains. Da haben er und ich eine Gemeinsamkeit, wir lieben Chains und hat auch noch sehr übertriebene, sehr große, sehr dicke, er meistens Gold, Gold ist nicht so mein Fall, deswegen dachte ich mir immer Silber und ne, die so diesen Ton hat wie diese Jacken und ja, letzte Choice ist. Ich mag's. Danke dir. Kicks, Digga. Bisschen fresh. Oder ist genau das Skater-Look, original. Danke. Was ich auch mag, ist, dass du ein bisschen weg von deinem Alltag. Genau. Look, genau. Dass du so mit der Hose, weil er hat schon gesagt, dass du eher Jeans magst. Finde ich cool. Max. Danke dir. Top, top, top.
bist du dran, ne? An der Reihe. Skepta. Mr. Skepta. Oh. Hit him with the shoulder. Tschüss. Yes, bro. Another show? Yes. Cheers! Nice. Yes. Erklär. Soll ich erklären? Ja. Okay. Warum ich das Skepta ausgewählt habe, ist, ich bin ein sehr großer Fan der Grime-Szene. Die Grime-Szene ist ein bisschen different als die anderen Hip-Hop-Szenen auf der ganzen Welt. Und die West ist halt, die Utility West ist auch sehr geil. Sehr wertvoll in der heutigen Zeit, in der heutigen Mode. Die Sonnenbrille ja auch. Das ist ein wichtiges Markenzeichen von Skepta. Skepta liebt Sonnenbrillen und Bucketheads und Oversize. Genau die Faktoren, die mich ausmachen. Und deswegen habe ich mir auch genau diesen Celebrity auch ausgesucht. Ja. Ich habe vorher gesehen, dass du eine Mütze, so eine Fischermütze anziehen wirst und eine weite Hose. Ich finde die Brille richtig stark. Also das als Accessoire finde ich richtig cool, weil es gibt dem ganzen Look noch so einen edgy Touch. Die Kette sowieso. Und das ist ja gelungen auf jeden Fall. Ich wusste davor nicht, dass Skepta sich wirklich so, weißt du, so cool anziehen kann, aber nachdem du dann Skepta gesagt hast, habe ich ja die Bilder angeguckt, habe erst gemerkt, wow, der Bruder ist fresh, ja. Warum den? Sieht man ja auch. Also ist ja gelungen auf jeden Fall. Okay, das freut mich. Ist ja gelungen. Tschüss! Muss ich mich jetzt entscheiden? Yes. Okay. Also, Gott weiß, ich liebe Jaden, ich liebe seine ganzen Filme, seine Art und so. Aber ich muss leider sagen, dass Skepta gewonnen hat. Weil ich glaube, also ich würde, wieso Skepta gewonnen hat, ist, ich würde gerne mal in die Richtung selber gehen von den Klamotten her und sowas ausprobieren. Und das hat mich halt angesprochen. Das fand ich halt auch übel nice, was auf jeden Fall Jaden getroffen. Aber wenn ich mich jetzt an einem Tag zwischen beiden Outfits entscheiden müsste, dann würde ich das hier nehmen. Einfach weil es mich persönlich mehr angesprochen hat als das hier. Aber beide waren auf jeden Fall top. Beide haben die Artists sehr gut getroffen. Heute hat Skepta gewonnen. Ferner Sieg? 1-0, Bruder. Okay, und zwar danke, dass ihr auf jeden Fall bis dahin zugeschaut habt. Und erstmal einen großen Shoutout und ein großes Dankeschön an unseren Boy Yebor. Die Geschichte dazu ist, eigentlich ist er spontan in unsere Stadt gekommen und hat gar keinen Kopf für Videos gehabt. Aber weil er uns Jungs einfach cool fand, hat er sich gedacht, bei denen mache ich mal eine Ausnahme. Total. Und deswegen nochmal ein dickes Dankeschön und bitte checkt seinen YouTube-Kanal ab, seine YouTube-Videos, seine Instagram-Seite. Hilarious. Sick ist der Junge am Start. Und seine Videos sind einfach produktiv und ihr geht immer mit Informationen raus. Ich hoffe so. Wäre schade, wenn nicht. Danke, Jungs. War auf jeden Fall stark. Freut uns. Ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal gewesen. Ja. Ich auch. Okay. Und wenn wir mal in Town sind, dann machen wir bei deinem Channel mal mit. Sure! In Nürnberg. Sure. Zu jeder Zeit, ihr seid herzlich willkommen. Sehr schön. So, wenn euch der neue Mitglied bei den Fanatics gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Vergesst nicht unten zu kommentieren und uns zu sagen, welchen Style ihr besser fandet, welchen Style ihr gerne ausprobieren würdet und was die Jungs gut gemacht haben, ne? Falls ihr noch nicht abonniert habt, worauf wartet ihr? Hit the subscribe button right here. Hit. Ihr seht die beiden Jungs und vielleicht mich auch in den nächsten Videos. Peace out. Haben wir was? Wir sind von den Fanatics. Was? Nix, Bruder. Zu weit. Das klingt mir zu childish, Bruder. Wir sind von den Fanatics. Eins vom weiteren 0? Nein.